Fred Krueger. Kindermörder, Traummonster, Filmlegende. Dieser Name ist definitiv Kult und um eben diese unser allerliebste Pizzafratze geht es im heutigen Video. Wir besprechen Nightmare on Elm Street Teil 1 oder auch Nightmare mörderische Träume, wie er hier in Deutschland heißt. Kurze Warnung, es wird hier definitiv zu Spoilern kommen, aber da ich mir ziemlich sicher bin, dass wir alle oder zumindest die meisten den Film gesehen haben, sage ich einfach mal Schwamm drüber und legen wir los. Mein Name ist Vasili und herzlich willkommen auf meinem Kanal Willis Videotreff. Viel Spaß! Das Nightmare on Elm Street Franchise umfasst insgesamt 9 Filme inklusive eines Crossovers mit der Freitag der 13. Reihe und eines eher bescheidenen Reboots. Schöpfer dieses Werkes ist Wes Craven, der auch Scream Teil 1, 2, 3 und 4 oder auch den originalen Hills Have Eyes gemacht hat. Hills Have Eyes, der Originale, eher weniger bekannt, dafür aber das Remake von Alexandre Aja aus dem Jahre 2006 umso mehr ein fucking geiler Film. Die Idee zum Film bekam Wes Craven, nachdem er in der Times Artikel las, in denen es um asiatische Flüchtlinge ging, die dann tatsächlich im Schlaf gestorben sind, nachdem sie vorher schon immer wieder betonten, dass sie heftigste Albträume hatten. Damals wurde das bekannt unter dem Namen Asian Death Syndrome. Und bis heute bleibt dieser plötzliche Tod im Schlaf weitestgehend ungeklärt. Der Film kam 1984 in die Kinos und bei einem Budget von gerade mal 1,8 Millionen spielte der Film weltweit über 57 Millionen Dollar ein. Wes Craven konnte lange kein Studio von seiner Idee überzeugen, weil die Vorstellung von einem Traumkiller einfach für viele zu abstrus war. Lustigerweise interessierte sich eine Zeit lang ausgerechnet Disney für den Stoff. Aber die wollten Wes Craven dazu bewegen, das Ganze deutlich familienfreundlicher umzusetzen und sind wir froh, dass es niemals so gekommen ist. Schließlich fand der Stoff seine Heimat bei New Line Cinema. Deren Leiter Bob Shay erkannte das Potenzial dieses Stoffs. New Line Cinema hatte bisher kaum selber Filme produziert. Ich glaube, ein oder zwei Filme hatten die vorgemacht. Vorher waren die eigentlich nur als Verleiher tätig und Nightmare on Elm Street war jetzt quasi die erste größere Produktion dieses neuen Filmstudios und somit wurde Freddy Krueger quasi auch das Aushängeschild der Firma. Übrigens, New Line Cinema war auch die Produktionsfirma, die es Peter Jackson ermöglicht hat, seine Herr der Ringe Trilogie so zu drehen, wie er es sich vorgestellt hat, nämlich komplett am Stück gedreht und dann tatsächlich im Jahresrhythmus veröffentlicht. Definitiv ein großes finanzielles Wagnis. Die Firma hat Eier bewiesen und wie wir alle im Nachhinein wissen, es hat sich definitiv ausgezahlt. Zur Handlung. Der Film spielt im fiktiven Springwood, Ohio und genauer gesagt in der Elm Street. Es geht hier um 4 Teenager, die irgendwann feststellen, dass sie alle irgendwo denselben Scheiß träumen. Der Film beginnt auch direkt mit Tina, die in ihrem Traum auch von Freddy gejagt wird. Sie wird uns in dieser Szene schon als vermeintliche Hauptdarstellerin vorgestellt, die im späteren Verlauf des Films dann aber dann doch ziemlich heftig gekillt wird. Von daher, no, du bist nicht die Hauptdarstellerin. Unsere 4 Hauptcharaktere werden nun richtig eingeführt. Nancy, Tina, Rod und Glenn. Nach Tinas Traum bittet sie ihre Freunde, dass sie doch an dem Abend doch bitte bei ihr übernachten, weil die Gutste ziemlich das Höschen voll hat, aufgrund ihrer Träume natürlich. Aber es kommt, wie es kommen muss. Tina wird von Freddy in ihrem Traum gejagt und dann auch auf ziemlich bestialische Art und Weise umgebracht, was dann ein ziemlich heftiges Gematsche gibt. Ihr Lover Rod ist dann natürlich erstmal der Hauptverdächtige. Er wird dann auch später von der Polizei gestellt und er ist dann Freddys nächstes Opfer. Er bringt ihn im Traum um, was dann in der Realität so aussieht, als hätte er sich quasi selbst erhängt. Langsam öffnet sich nun die Geschichte weiter und wir erfahren nun, was eigentlich Sache ist. Freddy Krueger, einst ein Kindermörder, wurde irgendwann von einem wütenden Mob rasender Eltern selbst zur Strecke gebracht, nachdem diese Justiz vorher versagt hatte und Freddy Krueger eben wieder auf freien Fuß kam. Sie stellten ihn in einem Heizungskeller und er wurde dort bei lebendigem Leibe verbrannt. Das Ganze passierte aber wohl nicht gründlich genug. Zwar war der Leib nun Asche, aber Freddys Geist scheint wohl überlebt zu haben. Wie das ausgesehen haben könnte, wurde dann im 6. Teil der Reihe wieder aufgegriffen.
So nimmt er irgendwann wieder seinen Job als Killer aus der Nachbarschaft auf und geht nun auf Teenie-Jagd, diesmal jedoch in ihren Träumen. Nachdem die eingangs erwähnte Tina nun nicht mehr ist, etabliert sich nun die eher stille und bedachte Nancy als unsere eigentliche Hauptdarstellerin, die nach und nach das ganze Rätsel aufdeckt. Im weiteren Verlauf der Geschichte erfahren wir auch, dass es wohl möglich ist, Sachen aus dem Traum tatsächlich in die Realität zu holen. So schafft es Nancy zum Beispiel auch, Freddy im Traum bei einem Kampf den Hut vom Kopf zu reißen und ihn ins Hier und Jetzt rüberzubringen. Kurz darauf erfährt sie auch von ihrer alkoholkranken Mutter, dass sie und auch ihr Papi Teil des damaligen Lynchmobs waren, die Freddy umgebracht haben. Und sie probiert Nancy klarzumachen, dass Freddy ihr definitiv nichts mehr antun kann. Symbolisch dafür präsentiert sie ihr auch Freddys Klingenhandschuh, den die Mami damals als Souvenir erhalten hatte. Nancy kann das jedoch nicht so stehen lassen und hat die Idee, Freddy selbst in die Realität zu holen und ihn dann hier zu stellen. Sie ist nämlich überzeugt davon, dass er seine Macht tatsächlich nur innerhalb der Träume hat. Ihr Freund Glenn, der soll sie dabei unterstützen, indem er einfach wacht. Wenn sie schläft und Glenn merkt, dass sie gerade am Kämpfen ist, dann soll er sie wecken. Dann hat sie quasi die Chance, Freddy auch mit rüber zu holen. Glenn jedoch erwischt es vorher. Warum? Er ist eingepennt, er ist ein Penner. Anders können wir es nicht ausdrücken und wir sehen quasi Johnny Depp, wie er in einer Blutfontäne von uns geht. Nancy dann, kaum traumatisiert, startet nun Versuch Nummer 2, Freddy rüber zu holen. Ohne Glenn, aber nun eventuell mit Papas Hilfe, der zufällig am Tatort ist, wo Glenn umgebracht wurde. Der Tatort, jupp, praktischerweise genau auf der anderen Straßenseite, also gegenüber von Nancys Haus. In bester Kevin-Allein-zu-Haus-Manier baut Nancy nun diverse Fallen, wie zum Beispiel ein Hammer über der Tür, der natürlich heftig runterschwingt, am besten in die Weichteile, sobald die Tür aufgeht. Oder sie präpariert eine Glühlampe voll mit Schießpulver oder macht auch einfach ein Einmachglas voll mit Benzin. Die Idee dahinter, wie schon vorhin erwähnt, dass Freddy seine Macht nur innerhalb der Träume hat und dass sie halt eben die Möglichkeit hat, ihn dann im Hier und Jetzt zu besiegen. Der Plan selber geht auch mehr oder weniger auf. Sie schafft es, Freddy herzuholen und er stolpert dann quasi von einer Falle in die nächste. Doch so leicht ist er dann leider nicht tot zu kriegen. Er killt nämlich noch Nancys Mom, während er selber komplett in Flammen steht. Und dann kommt jetzt dann quasi der Showdown, wenn wir es so nennen. Nancy besiegt Freddy schlussendlich, indem sie ihm einfach den Rücken zukehrt. Sie zeigt ihm nämlich damit, dass sie keine Angst mehr vor ihm hat und nimmt ihm somit quasi die Lebensgrundlage. Und das klappt, da Freddy sich von der Angst seiner Opfer wohl ernährt hat. Zumindest so irgendwie wird es im Film erklärt. Und da Nancy nun diese Angst nicht mehr hat, keine Lebensgrundlage mehr, und Freddy ist auf einmal Geschichte. Nach diesem vermeintlichen Sieg über Freddy folgt nun eine relativ surreale Schlusssequenz, in der auf einmal alle wieder quietschfidel sind. Hat Freddys Tod alle Geschehnisse rückgängig gemacht? Who knows? Nancy tritt jedenfalls in den morgendlichen Sonnenschein, bekommt von ihrer nun trockenen Mutter noch einen Abschiedskuss und springt dann zu ihren erst toten, nun wieder quietschfidelen Freunden ins Cabrio, um in die Schule zu fahren. Der Wagen macht sich jedoch selbstständig, das Verdeck in rot-grünen Farben fährt hoch und die Kids werden schreiend vom Auto davongekarrt, während Nancys Mama von Freddys Hand durch das Guckloch wieder zurück ins Haus gezogen wird. Ja, und so endet der erste Teil dieses Kult-Franchise. Mein Fazit zum Film. Also, der Film genießt unter Horrorfans absoluten Kultstatus. Ich meine, es gibt noch die anderen Horrorgrößen, wie jetzt zum Beispiel Jason Voorhees, also die Freitag der 13. Reihe. Oder wir hätten Texas Chainsaw Massacre, Halloween. Und was Freddy als Figur von den anderen Slashern abhebt, ist, dass er eben nicht dieser schweigsame Killer ist. Er spielt mit seinen Opfern, er wiegt sie in eine trügerische Sicherheit, nur um sie dann mit einem ziemlich fiesen Spruch ins Leben zu ziehen. Die anderen Slasher-Ikonen, das sind ja eher schweigsame Killer, die ihre Opfer zuerst mal aus der Ferne abchecken. Und eher aus dieser Stalker-Thematik wird da die Spannung erzeugt. Hier bei diesem Film fragen wir uns aber, was sich Freddy nun für Gemeinheiten einfallen lässt, sowohl verbal als auch beim Spiel mit der Umgebung. Und eben diese Idee, die Kids in den Träumen umzubringen, die war zu dem Zeitpunkt, also 1984, als der Film ins Kino kam, bahnbrechend.
da die tatsächliche Action sich auch quasi in den Träumen in erster Linie abspielt, haben wir auch ganz andere Möglichkeiten, das Setting auszureizen und es ist einfach, und es ja einfach viel fantasievoller zu präsentieren. Zum Beispiel der erste legendäre Kill von Tina, wie sie quer durchs Zimmer die eine Wand hoch und wieder runter und an der Decke hoch und wieder runter geschleift wird. Das Ganze, das war schon verdammt kreativ. Und eben diese Verspieltheit, dieser Wahnsinn, ja, der eben in den Träumen so gut funktioniert, der wurde dann auch in den weiteren Teilen eigentlich immer aufgegriffen und auch weiter ausgebaut. Außer in Teil 2. Der hat einen gewissen Sonderstatus. Aber mehr dazu im bald folgenden Video. Der erste Teil ist von allen Teilen auf jeden Fall noch der geerdetste, trotz des Traumthemas. Er ist noch am ehesten als klassischer Slasher anzusehen, mit eher weniger Humor. Versteht mich nicht falsch, also der Humor, der ist auch hier definitiv vorhanden, sogar ziemlich schwarzer Humor. Also als Beispiel fällt mir jetzt nur die Szene ein, als Glenn getötet wird und nur noch als ein Haufen Matschgegröße an der Decke hängt und dann der Krankenwagen kommt in der nächsten. Die Unterhaltung der beiden Sanitäter, die ist ja auch eher beiläufig, aber genau deswegen genial und auch echt lustig. Wenn einer der beiden Sanitätern zum anderen sagt, du brauchst dir keine Trage, du brauchst dir einen Eimer und einen Waschlappen. Des Weiteren hat der Film eine sehr ruhige Kameraführung mit einfachen, aber tollen Sets. In den nächtlichen Raumszenen jetzt zum Beispiel, die eher draußen spielen, ja. Da wabbert so aus jedem Eck so ein bisschen Nebel raus und da kommen wirklich so klassische Grusel-Vibes rüber. Freddy selbst sehen wir auch nur im Dunkeln. Er ist zwar immer wieder in voller Montur zu sehen, aber nie komplett ausgeleuchtet. Er ist quasi immer so der Boogeyman aus dem Dunkeln. Und es gibt klasse handgemachte Effekte und auch ziemlich kreative zum Beispiel. Um Tinas Kill darzustellen, hat man das Ganze anhand eines rotierenden Zimmers dargestellt. Oder die Szene, in der Nancy einschläft, auch ziemlich am Anfang, und es so aussieht, als würde Freddy gleich über ihr durch die Wand durchkommen. Der Schauspieler war wahrscheinlich Robert Englund selber, der drückte sich einfach gegen eine Leinwand aus Spandex. Und der Effekt, der ist wirklich sehenswert und tausendmal besser als diese CGI-Kacke aus dem Remake. Ansonsten ist der Film auch vor allem in den Action-Szenen schön düster, aber man kann dem Geschehen trotzdem immer wunderbar folgen. Und legendär ist natürlich auch der Score des Films, ja, und auch die Sinti-Klänge, die zu hören sind, die passen wirklich gut. Der Film ist ein Produkt der 80er und ich finde, das darf man auch ruhig hören. Und die Schauspieler, die machen durch die Bank wirklich einen mindestens solide bis wirklich sehr guten Job. Robert Englund als Freddy zum Beispiel, okay, ohne Worte, er spielt in seiner ganz eigenen Liga. Robert Englund ist Freddy Krueger. Und dann haben wir auch Heather Langenkamp als Nancy, die erst zurückhaltend, verletzlich spielt, aber dann immer mehr so ein bisschen die Amazone raushängen lässt. Und das Ganze ist wirklich verdammt gut dosiert. Die anderen jungen Darsteller machen auch einen sehr, sehr guten Job. Und wir dürfen nicht vergessen, Johnny Depp in seiner ersten Rolle. Es ist bei dem Film wirklich so, dass keine der Figuren nervt. Ja? Und in so vielen anderen Filmen der letzten Jahre, da wünscht man sich den Tod der Kids nach 1, 2, jetzt. Jetzt bitte, stirb. Jetzt. Aber hier nicht. Hier fiebert man tatsächlich mit. Und auch die Referenzen, die der Film zu anderen Werken oder anderen Geschehnissen hat, die sind subtil, aber wirklich toll umgesetzt. Glenns Tod zum Beispiel wurde inspiriert von Stanley Kubricks Shining. Und zwar die eine Szene, als sich die Fahrstuhltür öffnet und eine riesige Blutwelle quer durch den Hotelkorridor schiebt. Ja? Oder auch der Name der Straße, in der das Ganze spielt. Elm Street. John F. Kennedy wurde nämlich in der Elm Street in Dallas erschossen. Elm bedeutet auch gleichzeitig oder übersetzt auf Deutsch Ulme. Im antiken Griechenland stand die Ulme nämlich als Symbol für Tod und Trauer. Weitere Einflüsse auf den Film hatte mit großer Sicherheit auch Wes Cravens Kindheit. Aufgewachsen in einer schwergläubigen Baptistenfamilie war so ziemlich alles verpönt, was auch nur im Ansatz Spaß machen könnte. Alkohol, Zigaretten, okay, von Drogen brauchen wir gar nicht anfangen, aber sogar Kinobesuche. Später studierte Wes Craven dann noch Psychologie und auch Philosophie. Und dieser Background, der macht sich im Film auch wirklich deutlich bemerkbar. Vordergründig scheint alles heile Welt. Wir haben saubere Vorgärten, blitzblank polierte Autos in den Einfahrten. Hauptsache den Schein. Hinter der Fassade bröckelt es aber gewaltig.
keine unserer Hauptfiguren scheint ein wirklich intaktes Familienleben zu haben. Die Eltern sind entweder getrennt, haben sich kaum noch was zum Sagen, sind dem Alkohol verfallen. Das macht die Kids natürlich auch umso anfälliger, sich überhaupt in eine Traumwelt zu flüchten, was es Freddy dann wiederum leicht macht, sich an die Kids ranzupirschen. Ein ziemlich spannender Aspekt, wie ich finde. Die Schauspieler hatten laut eigenen Aussagen jedenfalls am Set eine Menge Spaß. Vor allem in erster Linie wegen Robert Englund. Man stelle sich nur vor, wie er immer in voller Montur zum Beispiel am Buffet steht oder auf die andere Straßenseite ins Café geht, um einfach mal mittags ein Käffchen zu trinken. Das Ende des Films, wie die Kids in diesem Freddy-esken Cabrio davongekarrt werden, das war so von Wes Craven allerdings nicht geplant. Er wollte auf jeden Fall ein definitives Ende. Der Produzent Bob Shay bestand jedoch auf diese Zusatzsequenz, eben um sich die Möglichkeit, weitere Sequels offen zu halten. Insgesamt wurden 3 Enden produziert, auf die ich jetzt aber nicht näher eingehen möchte. Ich finde, dass das Stimmigste auf jeden Fall ausgesucht wurde, wobei die Enden, sie sind eh alle relativ ähnlich, weichen nur in Nuancen. Ja, und wie gesagt, alles im Allen ein wunderbar stimmiges Produkt seiner Zeit, das auch heute noch super funktioniert. Der Film ist vielleicht für heutige Sehgewohnheiten nicht mehr ganz so scary wie damals, aber auf jeden Fall ist er immer noch schön atmosphärisch und die Ideen und auch die Effekte, die funktionieren heute noch ziemlich. Im Vergleich zu den Nachfolgern auf jeden Fall noch der geerdetste Film von allen. Ich gebe diesem Klassiker sehr gerne 8 von 10 möglichen Punkten. Ist es mein Lieblingsteil? Er gehört auf jeden Fall zu meinen Liebsten. Aber mehr dazu bald. Ich werde auf jeden Fall probieren, jede Woche ein neues Video zu einem der folgenden Filme zu machen. Und freut euch auf danach noch allerlei weiteren Content. Von den Klassikern bis auch zu aktuelleren Filmen, eventuell auch die ein oder andere Serie. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch dieses Video gefallen hat, liked, abonniert, kommentiert. Das Übliche, ihr kennt es, aber dadurch helft ihr mir natürlich auch weiter zu wachsen, damit ich auch schön geilen Content produzieren kann. Wir sehen uns beim nächsten Video, wenn es dann heißt Nightmare on Elm Street Part 2 Freddy's Revenge. Ciao und bis zum nächsten Mal.